Talk, diesmal wieder mit Katharina Malte, Stapel und ist natürlich immer dabei von der Malte. BBG, ist natürlich immer dabei Ja, von der wir hatten auch das BBG. Thema Prozesse. Ja, wir hatten auch das Thema Beim Prozesse vorletzten Mal nicht ganz zu Ende gemacht. Das heißt, wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen an etwas zum Thema strategische Prozesse. Und ja, Katharina, da bist du heute die, die abliefern muss, Malte und ich. Ja. Wir halten uns etwas zurück. Bin ich auch nicht ganz unglücklich drüber, ich bin hundemüde. Das kann man so nicht durchziehen, Marc, heute. ja, Orga-Charts, also Visio, Prozesstapeten versus Checklisten. Du hast im Übrigen auch Bildschirmfreigabe, wenn du also was teilen möchtest. Sag uns mal was zu den Checklisten und ich sage dann, glaube ich, nachher mal was zu den Orga-Charts. Okay. Ich habe heute übrigens ist passend dazu mit einem Bekannten gesprochen, der in einem Unternehmen gerade dabei ist, Prozesse neu aufzuziehen. Das ist so ein bisschen länderübergreifend, das ist ein bisschen themenübergreifend. Und er hat erstmal jetzt angefangen, sich mit den Mitarbeitern zu unterhalten. Und das Erste, was natürlich kommt, ist natürlich immer, wenn jemand kommt und Prozesse anpacken will, dass sie sowas sagen wie, naja, bei uns, also ist es ja schon speziell hier. Entweder in diesem Land ist es ganz speziell, in unserer Abteilung ist es ganz speziell und wir machen da auch ganz spezielle Sachen. So, das ist ja das, was man immer hört. So. Und ich habe im amerikanischen Raum jemanden kennengelernt, der hat ein sehr, sehr pfiffiges Prozessmanagement-Gerüst aufgebaut, was ich so ein bisschen für meine Arbeit adaptiert habe. Und da haben wir heute nämlich drüber gesprochen, weil der hat mir ein bisschen vorgestellt, wie er sich das so vorgestellt hat. Und da, ich glaube, das, was wir im speziellen deutschen Raum gerne machen, ist, dass wir Prozesse aufbauen und davon ausgehen, dass Leute das machen, was sie sollen. So. Da waren wir das letzte Mal, glaube ich, auch, ne? Dass wir irgendwie gesagt haben, Ja. so an der Packstraße oder so ist es nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du irgendwie strategische oder inhaltliche Prozesse hast. Und da muss man nämlich höllisch aufpassen, dass, weil wenn du einen Prozess planst, gehst du immer automatisch davon aus, dass die Leute ihr Commitment für Mitarbeit und Ergebnis geben. Das stimmt aber nicht. Das tun sie in den wenigsten Fällen übrigens. So blöd wie das klingt, aber das ist einfach eine falsche Annahme. Das heißt, du musst ein Prozess, Modell aufsetzen, was genau das löst. So. Und das, da sind die Amerikaner, finde ich, zumindest so wie ich es kennengelernt habe, deutlich besser, weil die schnacken da nicht lange rum. Also ich finde, wir diskutieren viel, machen viele Meetings, um zu gucken, ne, warum, weshalb, wieso. Und Sich sie alle fordern wohlfühlen. extrem. Ja, genau. So, fühlen sich alle wohl, sind hier, haben alle genug Obst dabei und so, ne? Also da sind wir schon sehr, also wir beschäftigen uns viel, ne? Und ich habe das mal mitgebracht, zufällig. Ich will mal gucken, ob ich das gut teilen kann. Guck mal, ob ihr das seht. Seht ihr meine Ja, schlaue ja, Excel-Tabelle? ja. Ja. Ich habe das jetzt mal schnell reinkopiert hier, ne? Deswegen ist das so ein bisschen. Also neben dem, mal abgesehen von Datenstruktur und so weiter und so fort, geht es ja heute erstmal um den Mitarbeiterprozess. Und da ist aus mit meiner Brille natürlich erstmal wichtig, dass alle Abteilungen tatsächlich von demselben Ziel ausgehen. Das klingt total banal und klingt auch total durchgenudelt schon, ist aber tatsächlich nie der Fall. Das heißt, ich habe zum Beispiel Unternehmen, die ich betreue, wo also ganz lustig, die Sales-Abteilung hat eine andere Persona-Vorstellung als die Marketing-Abteilung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für den Kunden ist es derselbe Prozess. Beide Abteilungen haben aber unterschiedliche Ideen, wer der Kunde ist, was der Kunde zu tun und zu lassen hat. Ja? Also völlig banal im Grunde genommen. Aber darum geht es erstmal, ne? Dass man guckt, also hier oben, ne, diesen, also Clarity Compass, dass man guckt. Katharina, kannst du das ein bisschen größer machen? Ein bisschen Alter, Zoom? bist du alt ein bisschen? Kann ich nicht. Machen wir String. Genau, da. Sehr gut. Guck mal. Schön. Das für die Ja. älteren Herrschaften hier unter Für uns. Marc jetzt auch. Kannst du reinschreiben. Mitarbeiterprozess für Ich Marc. bin alt.
Ich bin der Älteste unter euch. Ich bin 54 und in ein paar Wochen 55. Oh, siehst du. Ah, ich bin... könntest mein Opa sein. Zumindest dein Vater. Ja. Da hättest du aber rumgesaut. Da wärst du schon in einer kriminellen Ecke auf jeden Fall, wenn du mein Vater wärst. Oder sehr sportlich unterwegs halt. Gut, Entschuldigung, Katharina. Ja, kein Ding. Bin nicht böse. Also, das allererste, was man machen muss, ist, bevor man überhaupt einen Prozess glatt zieht, dass man guckt, gehen wir alle vom selben Ziel aus, ja? So, und dann ist das Wichtige, dass wir gucken, sprechen alle Abteilungen tatsächlich dieselbe Sprache. Auch das ist total banal. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, wie viele Meetings sind einfach random, weil man sie macht. Oder man sitzt da und denkt, krass, schon wieder mal eine Stunde verschenkt, ja, aber dafür guten Kaffee und guten Keks gekriegt. Also wir haben einfach unfassbar viele Meetings, die völlig absurd im Grunde genommen sind. Und was ich total spannend finde, ich bin ja auch immer in beobachtender Situation, wie oft es tatsächlich vorkommt, dass Menschen in ein Meeting kommen und mal just, also völlig krass eigentlich, anfangen, die Strategie zu verändern. Mitten an einem Mittwoch zum Beispiel fällt einem ein, ach ja, guck mal, es klappt irgendwie alles nicht, verändern wir doch mal eben mal die Strategie. Und das sind natürlich so die schlimmsten Sachen, die für mich als Prozessmensch passieren können. Ja, so, also, dass man guckt, spricht man dieselbe Sprache. Dazu gibt es zum Beispiel einen Vorschlag für einen Meeting-Rhythmus. So, ich zeig das mal. Ich habe hier zum Beispiel... Ne? Dass du erstmal guckst, so in der Regel macht man ja so eine Strategie planungsmäßig grob für 3 Jahre. Würde ich jetzt in der jetzigen Situation erstmal nicht empfehlen, weil es dazu natürlich viel zu unsicher gerade ist. Ja, also maximal ein Jahr und dann bist du immer noch auf einem guten Weg. So, das heißt, du guckst dir genau an, was für das Jahr willst du tatsächlich erreichen. Und auch das klingt total banal. Du musst den Leuten aber den Unterschied zwischen der Anzahl der Verkäufe, Umsatz und Gewinn tatsächlich auch nochmal klar machen. Das ist nicht allen so klar. Das ist aber für so ein Unternehmen natürlich essentiell. Also das sind die drei Haupt-KPIs, um die sich natürlich immer alles dreht. So, und das Ganze brichst du dann natürlich runter. Einmal aus Quartalsmeeting, monatliche Meeting, weekly. Und dann, wenn man denn es braucht, eben auch nochmal so ein 1:1 hast du ja immer. Bei dieser Meetingstruktur muss klar sein, quartalsmäßig, was machen wir da? Zum Beispiel so etwas wie, sind wir alle noch committed auf dasselbe Ziel? Passt das alles noch? Muss gegebenenfalls was umgeworfen werden? So dies Gröbere, ja? Und das brichst du dann runter. Weekly sind da wirklich nur noch die einzelnen Teams und 1:1, wenn du mal einen Ausreißer hast oder Not am Mann. So, das kann man gut strukturieren. Das heißt, jeder weiß, zu welchem Meeting muss ich überhaupt da sein? Was muss ich vorbereitet haben? Was ist das, was gezeigt werden soll? Und was ist überhaupt, was darf in so einem Meeting besprochen werden? Und dann fallen solche Sachen auch mal weg, wie mal eben just die Strategie ändern. Ne? Das ist das eine. So. Ihr unterbrecht mich, ne, wenn ich wegschieße. Ne? So, also. Meeting-Rhythmus, das ist dann so das eine. Das heißt, wir haben also die Strategie, wir haben ganz klar die Zahlen. Die brechen wir runter bis auf das Wöchentliche, damit du es auch fürs Operative klar hast. Ja, besprechen in der Struktur, wer muss wann was wie besprechen. Und dann haben wir natürlich noch, und das finde ich sehr, sehr clever, diese Company Scorecard. Und das ist das, was ich adaptiert habe. Das heißt, der Typ, von dem ich das habe, das ist wirklich sehr, sehr clever gemacht. Also die legen eine KPI-Strecke fest und die Aufgabe der Mitarbeiter ist tatsächlich mega simpel. Das heißt, wenn deine KPIs zum Beispiel auf rot sind, dann ist dein einziger Job, die erstmal auf gelb zu kriegen. Wenn sie auf gelb sind, ist dein einziger Job, das auf grün zu kriegen. So, aber der Vorteil ist, das heißt, die Leute sind die ganze Zeit beschäftigt, sich zu optimieren und selbstständig Lösungen zu finden. Durch die Meetingstruktur hast du auch den Zusatz, dass du die Leute dazu anhältst, selber zu denken, selber nach Lösungen zu suchen. Das heißt, du gibst den Rahmen vor, aber wie sie dorthin kommen, ist weitgehend freigehalten. Das ist für manche Bereiche ist es echt ganz clever. Ja, so. Du hast
hier ein super Controlling-Instrument für Führungskräfte. Das heißt, du siehst auf einen Blick, okay, wo stehen wir denn hier? Und das heißt, du kannst die Leute auch direkt ansprechen. Sag mal, ich sehe irgendwie, du bist die ganze Woche auf Orange. Was ist denn da das Thema? Warum kriegst du es denn nicht hin? Ne? Oder du siehst zum Beispiel, Mensch, du bist die ganze Zeit auf Grün, dann können wir die Ziele ja mal ein bisschen hochpacken. So, also du hast ein gutes Steuerungsinstrument. Und was ich total elegant finde, du siehst, ob jemand performt oder nicht. Und das ist einfach extrem lässig. Und glaubt man, ich habe das jetzt bei einigen Kunden schon implementiert, die Leute wollen nicht in Meetings sitzen mit Rot und Gelb. Das wollen sie nicht, weil sie jedes Mal in der Rechtfertigung sind, weil du hier rein über Ergebnisse sprichst. Und dieses Blendwerk, ich spreche über, ich habe jetzt irgendwie kein Obst mehr hier oder, ne? Weiß der Kuckuck was, ich stecke irgendwie hier in irgendeiner Sache fest und kann noch nicht so richtig was dazu sagen. Das ist ja das, was man immer hört in Meetings, ne? So, das fällt weg, weil es darum gar nicht geht. Interessiert in dem Fall niemand mehr. Und das finde ich sehr, sehr lässig gelöst. So, super simpel, mega, also funktioniert, finde ich, mega gut. So. Dann ist noch hier etwas, also Value Engine, ja, bezeichnet im Grunde genommen den Verlauf des Kunden. Ja, also an welchem Punkt muss der Kunde was bekommen? Also welche Abteilung muss an welchem Punkt irgendwas liefern? Ne? Das ist einfach mal so ein, ja, ich habe jetzt das Bild jetzt nicht, aber das ist einfach eine Struktur der, wie sagt man, der Customer Journey. Wer macht wann was an welcher Stelle? Oder wenn das passiert, muss irgendwer das tun. So. Skillbook meint in dem Fall ganz klar das Wissen. Ne? Also gibt es, du musst ja deine Prozesse auch beschreiben, du musst vielleicht auch Wissen hinpacken. Ne? Wie faltet man Karton von rechts nach links? Keine Ahnung. Ja. Und Hot Canvas meint einfach sowas wie hier. Ne? Also dass du den Leuten einfach Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellst, wo sie simpel mitarbeiten können, wo sie einfach ihre Sachen eintragen können. Zum Beispiel. Ja. Diese schöne Excel-Tabelle. Willst du haben, ne? Yes. Willst du haben? Ja. Ja. Pausche gegen ein Hippo. Nein, mein Hippo ist nicht. Ah, nein. Ja, aber klar, kann ich du musst den ja mal angucken. Ich habe ihn im Status auf WhatsApp. Mensch, hab ich doch schon gesehen. Also Mann, ich schätze dich sehr, aber unsere Geschmäcker. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich hätte jetzt aber ernsthaft dir angeboten, dass ich dir einen besorge. Nein, 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 um Gottes Willen. Danke, danke. Das ist sehr, sehr nett. Das ist sehr nett. Okay, es wäre also eine Drohung, wenn ich dir so ein Ding wisch. Ich bin tatsächlich, es mag dich überraschen, aber ich bin kein Typ für Deko. Wow. Tatsächlich. Ich will überhaupt nicht. Also so richtig gar nicht. Ich habe dekorativ hier neben mir einen Hund liegen. So. Das okay. ist. Aber so Halloween-Geister irgendwo aufhängen. Nein. Na. Da habe ich kein Händchen für. Ich bin jetzt ins Blumengame eingestiegen, das reicht schon. Du hast ein Zebra an der Wand, Marc. Ja. Afrikanische Wochen. Das Zebra-Bild hat aber eine ganz tolle Geschichte. Das Zebra-Bild habe ich von einer Lodge, vom Besitzer spontan geklaut. Nein, das kannst du direkt. Nein, aber tatsächlich von der Wand in der Lodge gekauft. Das wollte er eigentlich gar nicht verkaufen. Das war echt spannend. Ja, Entschuldigung. Wir schweifen ab. Ich nehme den Billardtisch. Den würde ich dir ab. Nee, gibt's auch nicht. Okay. Nein, okay, kann ich dir zuschicken. Also das ist tatsächlich ein Prinzip, das klingt super, super simpel, aber ich bin auch der Überzeugung, je komplexer die Prozesse gemacht sind, desto weniger hat irgendwer verstanden, was überhaupt wichtig ist. Ja, ist auch eine völlig andere Welt, in der du prozesstechnisch lebst, als in der ich lebe. Ganz ehrlich, ich knabbere seit 2 Tagen oder 3 Tagen daran rum, dass ich eine Lastenverteilung über verschiedene Versandstandorte handeln muss. Und muss die so prozessual ausgestalten, dass die zum einen ein ITler umsetzen kann. Ich brauche halt ein tiefes Verständnis. Ich muss selber ein Verständnis von der Software haben. Und mein ITler, der es entwickelt, der muss in der Lage sein, die Prozesse zu verstehen.
Und ich muss das dann natürlich ins Team kommunizieren, dass die auch wissen, was ich tue und warum ich da gerade das Geld ausgebe. Völlig. Also meine Erfahrung an zwei Punkten. Mit der IT kann ich dir sagen, das ist immer meine größte Baustelle. So, weil das sind tatsächlich zwei Sprachen. So, erstmal verstehen, was die meinen zu verstehen. Das finde ich schon mal schwierig. Aber das viel Wichtigere, Marc, ist aus meiner Sicht, Prozesse müssen immer gut sauber vorbereitet sein und blitzschnell implementiert werden. Das ist immer das Wichtigste. Blitzschnell ist immer halt so eine Sache, ist eine Frage, auf welche Infrastruktur du doch triffst. Und tatsächlich also es ist in der Tat eine Herausforderung in der Kommunikation zwischen Anwender und Entwickler. Total. Ist aber ganz ehrlich, ich löse das seit Jahrzehnten perfekt. Das ist total komisch. Ich mag deine Bescheidenheit auch, weißt du? Das fällt mir immer wieder auf. Ja, aber es ist. Ja, das ist einfach deine Wonne. Ich löse das seit Jahren perfekt. Ich sage auch von den verschiedensten Use Cases her, das würde mich bei dir jetzt mal interessieren, Katharina. Ja? Also ich sage mal, Marc, der geht jetzt in ein Unternehmen rein. Mhm. Der macht so einen Krawall und so einen Krach. Da ist eigentlich scheißegal, ob es da einen CEO gibt oder ob er das grüne Licht vom CEO hat oder so. Marc wird quasi innerhalb von 5 Minuten bei Durchschreiten des Türrahmens wird er quasi zum CEO für die Zeit, die er dort quasi das Projekt leitet. Das funktioniert. Auf jeden Fall. Weil wenn du quasi nicht so eine Hinterfragestruktur und nicht so, da kommt jemand von der Seite auf Augenhöhe so rein und so Struktur, dann hast du natürlich diese ganzen Themen und die ganzen Blocker und die will ich nicht, brauche ich nicht, Politik, da bist du in der Politik. Funktioniert bei Marc. Jetzt kommst du als Consultant rein. Sag ich jetzt mal so platt. Ne, du bist beauftragt von Leadership irgendwie, keine Ahnung. Ja. Machst es jetzt, okay. Sehe ich bei dir auf jeden Fall klar, weil du hast die klare Guidance und du hast die Rückendeckung, ne? Und Marc hat quasi sozusagen auch per se sozusagen einfach die Aura, die Attitude, so. Jetzt machen wir jetzt aber hier ja den Talk nicht nur für den CEO, ja, sozusagen der per hierarchischer Pyramide ich weiß, wo es lang geht, ich habe hier die Folien von Katharina, alle mir nach, oder ich habe hier den Support von Marc im Haus, sondern das kann ja auch von der Seite kommen oder von einem Lower Level oder irgendwie so. Das ist, glaube ich, so aus meiner Sicht immer so der schwierigste Punkt. Weißt du, es gibt ja, je größer das Unternehmen wird, ist ja nicht nur immer ein Prozess, der vom CEO jetzt rum reingekippt wird, sei jetzt mal so platt, sondern ihr habt in kleinen Abteilungen einzelne Prozesse nur für den Bereich, der Abteilungsleiter macht das auf Augenhöhe mit den anderen Abteilungsleitern, übergreifend vielleicht. Also das sind, glaube ich, so die Schwierigkeiten. Denn die Ampel fand ich geil. Also dieses, ne, im Meeting sitzen, niemand will immer rot sein, ist, glaube ich, so war für mich so der Punkt, den ich hier so am meisten bisher mitgenommen habe in diesem ganzen Prozessding. Absolut. Weil das auch universell funktioniert. Ja. Aber ansonsten, da sehe ich die Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das löst oder wie ihr das seht, was man jetzt so einem Mann in die Hand gibt. Ein Abteilungsleiter, sage ich jetzt mal so platt. Katharina, darf ich da mal vorgreifen? Ja, bin rein. Danke. Mein Zauberstab ist das Zuhören. Und das Fragen stellen. Also das, wo ich extremst weit mitkomme, ist tatsächlich, das glaubst du mir jetzt nicht, Malte, ich weiß es. Ich auch nicht. Gut, danke. Ist tatsächlich das Zuhören, das Ernstnehmen und das wirklich Hinterfragen. Wenn du das Problem des Einzelnen, des Teams, der Abteilung verstanden hast, dann, das hattest du schon mal in einem anderen Kontext gesagt, muss die Lösung nicht im Prozess liegen oder in dieser Abteilung. Es kann völlig woanders liegen. Und das ist dann, glaube ich, auch die Leistung des Consultants. Du hast es ja an dir als Beispiel schon gebracht, dass du dann kapierst und dass du Querzüge herstellen kannst. Dass du halt wirklich das Overall in der Lage bist zu betrachten und ja Zusammenhänge zu sehen. Und ich glaube, das sind die beiden Punkte, mit denen ich extremst weit komme. Das ist einmal das Zuhören, das Fragestellen und dann das Zusammenhänge herstellen. Das sind so meine Sachen, wo ich, wenn es um die Identifikation, ums Verstehen geht, wo heraus sich dann erstmal Prozesse entwickeln, sind das meine Bausteine.
Entschuldigung, Katharina, jetzt geht's an dich. Nö, alles gut. Ich glaube, dass ein Prozess aufzubauen, da brauchst du eigentlich niemanden außer gesunden Menschenverstand. So. Ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, 80% sind erstmal alle mit ins Boot holen. Und da geht es gar nicht um den Prozess, sondern erstmal um Verständnis, füreinander, miteinander, übergreifend. Der Grund, warum Prozesse nicht funktionieren oder nicht gut gemacht sind, hat ja nichts mit dem Prozess oder mit irgendwas Sachlichem in der Regel zu tun. Das ist ja das Bittere. Das ist ja meistens, Gretchen kann nicht mit Jürgen, ja, und Jürgen will lieber mit sich selber für seine eigene Agenda irgendwas machen. Also das sind ja die Themen, ja. Das heißt, was ich in 80% der Fällen erstmal mache, ist, ehrlich gesagt, Kekse backen, verschicken, gucken, dass man da irgendwie ein Commitment kriegt, Workshops machen, die Leute irgendwie beieinander holen, einen logischen Prozess aufzusetzen, das ist nicht so schwer. Also, das blöd, wenn ich das sage, aber es ist jetzt nicht so die Herausforderung, ehrlich gesagt. Das kriegt man hin. Das finde ich gar nicht. Ich finde das, also ganz ehrlich, herauszufinden, ich meine, du siehst halt Ineffizienzen oder du siehst Ineffizienzen in einzelnen Abteilungen und auch in einzelnen Prozessen, aber die halt rauszuarbeiten, boah, ganz ehrlich, ja. Das ist, Marc, komm, das ist Fleißarbeit. Also das ist einfach ein bisschen aufmerksam sein, ein bisschen beobachten, und da bist du doch als Außenstehender sowieso schon mal im Vorteil. Das sieht man ja relativ simpel so. Wo hakt es denn jetzt? Ja, also muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen, das ist Fleißarbeit, ja, schon klar. Aber ich finde viel spannender, was passiert, damit die Leute das auch umsetzen. Ja, also es ist ja das eine, dass sie sagen, ja, wir committen uns auf das eine Ziel, aber das andere ist ja, wie sie sich am Ende verhalten. Stimmt es tatsächlich? Dass sie dann wirklich alles dafür tun, dass Prozesse wirklich so funktionieren? Oder gibt es da nochmal, naja, ich sage das, was erwünscht ist, aber machen tue ich was anderes? Gut, zugegebenerweise, das ist eine völlig andere Welt, von der du sprichst, ne? Also wo du auch ganz einfach Milliarden mehr Kompetenz hast als ich. Also diese soziale Kompetenz ist nicht meine Stärke, das möchte ich ganz ehrlich sagen. Wirklich nicht. Marc, mach keinen Quatsch. Du, das ist hier der Talk der offenen Worte, du. Hier, heute geht's noch durch, du. Heute geht die Selbstreflexion mit uns durch. Nein, aber es ist auch ein Unterschied, und das habe ich ja letztes Mal auch schon behauptet, dass wir von unterschiedlichen Prozessen sprechen. Also du kannst eine Packstraße kannst du nicht vergleichen mit Entwicklung von Sales- und Marketing-Kampagnen. Das sind völlig unterschiedliche Sachen. Also das eine sind Sachprozesse und das andere sind auch ein bisschen inhaltlich gefüllte Prozesse, wo die Leute selber Input geben müssen, damit es funktioniert. So. Ja, schon gesagt, bin ich doof dran. Also ich lerne selber extremst viel von dem, was du jetzt gerade an Wissen droppst. Das ist nicht meine Welt. Das ist völlig anders. Ganz andere Baustelle. In der Welt, in der du dich bewegst, bewege ich mich in der Praxis überhaupt nicht. Aber von daher finde ich das extrem. Deswegen kannst du die Leute auch anschreien, Marc. Ja. Nee, tatsächlich. Ja, ich tue es ja. Ohne Zweifel. Also das ist so manches Meeting. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du da reinkommst, hier rumpelt stets jetzt. Ja, absolut. Absolut. Das ist aber der Punkt. Der Punkt ist der, das funktioniert halt auch manchmal. Klar. Das ist klar. Aber wenn ich jetzt bei meinen Situationen da reinkomme wie Rumpelstilzchen, also dann ist auch Feierabend. Da bin ich so schnell draußen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Also ich bin einfach auch ein Stück weit auf das Commitment angewiesen von den Menschen. Ist doch klar. Also ganz ehrlich, ich schreie mich auch manchmal mit CEOs an. Also wir haben schon. Ich hab da keine Zweifel, Marc. Aber Katharina, du bist jetzt zum Beispiel, guck mal, wenn Marc jetzt irgendwo reingeht, ne, dann ist er, sag ich mal, in Anführungsstrichen irgendwo auch richtig tief verstrickt in die Situation. Ja, dann hat sich Marc irgendwo versprochen oder committed oder hat gesagt, ich schaff das schon oder so. Also er ist jetzt emotional oder auch so effektiv richtig tief drin. Ne, so klar, da schreit man dann auch mal, wenn der Mitarbeiter XYZ zum 37. Mal fragt, weiß ich nicht, was ich da drücken soll. Weißt du, so. Das ist klar. Ich sag mal, Katharina, du bist ja wahrscheinlich, du bietest
Hilfe an. Ne? Du sagst, hier ist meine Guidance, hier ist der Weg, den ich euch aufzeige, den könnt ihr nutzen. Ich sag mal, die tatsächliche Execution bis ganz zum Ende und auch das Nachhalten in Zukunft. Ich, Katharina, bin dann wieder weg. Das ist hier sozusagen das, was ich euch aufbaue. Aber der CEO muss den Leuten, ich sag mal so salopp, jetzt auch in den Allerwertesten treten, damit das halt auch noch in 3 Monaten so weit. So, sag ich jetzt mal. Verstehst du? Marc, du bist ja gerade richtig tief drin, genau. Zum Beispiel in einem Thema. Ne? Also wenn da dir Inner jetzt den ganzen Tag blöde Fragen stellt, klar. Sind also, wie gesagt, exakt dann auch 2 verschiedene Perspektiven. Ich lege das auch immer so ein bisschen für die Themen an. Also ich wünsche mir manchmal einen Marc. Also es gibt so manche Menschen, glaube ich, mit denen ich dann so verkehre in so größeren Teamsstrukturen, wo Prozesse fehlen, aufgesetzt werden, repariert werden müssen, noch viel schlimmer, weil es gibt meistens einen Grund dafür, warum ein Prozess kaputt ist, ne? Kaputt gemacht wurde oder so, ja. Insofern, da wünsche ich mir manchmal einen Marc, der dann einfach so durchrennt, ja, mit dem Rasenmäher so durchfährt. Und auf der anderen Seite geht's wahrscheinlich jetzt auch nicht für alle. Ja, also es gibt wahrscheinlich, sag ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, also wenn ich mich schon manchmal sagen lassen muss, Walter, dein Ton, denke ich, okay, ja, so, dann denke ich, okay, wenn Marc jetzt den Vulkanausbruch da macht, dann fallen wahrscheinlich Leute einfach so um, so wie Tiere, die sich so totstellen. Insofern, nee, aber sehr interessant zu vergleichen, um das mal zwischen euch zu bridgen sozusagen so ein bisschen. Zielvereinbarung. Also das ist ja auch der Grund, warum ich so gerne mit solchen Prozessmodellen arbeite, weil mein Anspruch ist natürlich, oder ich bin ja auch darauf angewiesen als Dienstleister, dass Kunden sagen, ah ja, krass, nimm mal die Stapel, die war gut. Ja. Und wann ist die Stapel gut? Wenn sie weg ist und es immer noch funktioniert. So. Also da reinfliegen und irgendwie ein Larry machen und beeindruckend zu sein, das ist ja das eine. Aber dann da rauszugehen und die haben nachhaltig was davon, das ist das, wovon ich ja, auf das bin ich ja angewiesen. So. Das heißt, ich muss den Leuten ja auch etwas an die Hand geben, dass sie steuern und kontrollieren können. Und deswegen nutze ich solche Sachen. Weil die Frage ist, Marc, und das kann ich mir vorstellen, ist bei diesen Packprozessen natürlich tatsächlich nochmal was anderes. Das heißt, bei dir bleibt es dann ja auch nachhaltig, wenn du gehst. Genau. Meine Prozesse, die sind stabil, die sind messbar. Genau. Ich liefere in der Regel halt auch entsprechend die KPIs mit. Um bei der Packstraße zu bleiben, da gibt es ein Live-Dashboard, welches dir kommuniziert, ob du die Pakete, die du noch zu packen hast, in der Zeit schaffst, wie viel du schaffst. Du hast eine Challenge zwischen den einzelnen Packstationen. Und, ja. Vielleicht und tauschen wir mal, Marc. Ich würd gerne mal bei dir mitgehen. Ich würde gerne mal was lernen. Gerne, sehr gerne. Das sind die Dinge, die ich mache. Ich habe also halt für alle Mitarbeiter ein Dashboard entwickelt, wo die halt über verschiedene KPIs sehen können, wie sie jetzt ihren Tag performen. Insbesondere spannend ist die einzelne Packstation-Performance. Die hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich einen Personaltausch gemacht habe. Und wir haben durch den Personaltausch dann rund 35% mehr Leistung im Lager gehabt mit weniger Personal. Also das war echt witzig. Und das ist bitter eigentlich, ne? Also. Ja, bezeichnend, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ja, die Mitarbeiter war ja ausgeruht, ne? Es war nichts messbar, es war nichts transparent. Und das ist es ja, Marc. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir gehen immer davon aus, dass die Leute Bock haben, alles zu tun. Und da Performance geben wollen, das ist nicht der Fall. In der Regel richten wir uns ein. Ja, natürlich. Schon lange nicht mehr. Ja. Ich meine, du musst klar, nicht 100%, bin ich 100% bei dir. Und glaube mir, die Prozesse, die ich eingerichtet habe, die sind so unfassbar kleinschrittig und kleinteilig granular, das ist unfassbar. Ich stehe jetzt vor der Herausforderung, ich muss eine Packstraße an einem Standort vergrößern. Da ist jetzt die Herausforderung, einen Betriebsrat also überhaupt erst einmal die Justiziarin vom Konzern, dann den Betriebsrat zu überzeugen, dass ich für 30 Tage eine Kamera aufhängen darf. Oh, wieder. Ich will die Kamera nur aufhängen, damit ich die Prozesse sehen kann. Und wirklich überwachen kann, dass die Mitarbeiter wirklich die Prozesse einhalten. Das ist so schwer, das durchzukriegen.
Und im Endeffekt werde ich, und das habe ich auch schon angekündigt, ich stelle mich da mit so einem Scherenhutwagen hin, in Lederkostüm und Peitsche und hänge da mit dem Handy dann rum und dokumentiere das. Glaub es mir. Das ist, wenn ich... Bitte? Keine Bilder im Kopf, Herr Steiner, keine Bilder im Kopf. Jetzt weißt du, warum Katharina mit dir mitgehen möchte bei den nächsten Prozessen. Schengen! Ja. Hat sie erst jetzt erfahren. Jetzt geht sie erst recht nicht mit. Stimmt, Zufall. Nein, aber naja, wie schon gesagt, das ist eine andere Baustelle. Ne? Klar, ich meine, nachhaltig ist mein Zeug. Also witzigerweise, ich habe eine Packstraße gemacht in einem Standort und KPIs, klar, werden halt täglich reportet. Bis nach Frankreich hat das begeistert und jetzt mache ich es an zwei weiteren Standorten. Ne? Das funktioniert schon. Aber halt auch mit dem Ergebnis, dass wenn ich was falsch mache, mache ich das doppelt dreifach falsch, weil ich habe keine Freunde im Konzern. Definitiv nicht. Das ist, ich habe zwei Freunde, mehr oder weniger, mal mehr, mal besser, mal schlechter. Das sind die beiden Geschäftsführer. No, das ist so. Also, die sind wahrscheinlich auch nur Opportunisten, solange du einen Mehrwert bringst. Aber so ist wahrscheinlich generell die, ist nicht so die Definition von Freund in Wikipedia sowieso? Das ist so. Also ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist so. No? Also es ist tatsächlich so. Es ist die an meinen Gedanken von meinen Gedanken partizipieren können. Und wenn es denen von Vorteil ist, ist alles easy. Wenn ich zu stark in Frage gestellt werde oder zu stark Kritik bekomme, dann ist das so. Das ist nicht einfach. Aber gut, am Ende des Tages zählen halt auch hier die Zahlen. Ne? Ich habe mich unbeliebt gemacht, aber ich habe in einem Jahr 1,1 Millionen Ergebnisverbesserung. Das ist ganz einfach so. Ne? Das ist ganz einfach so. Kann man sich im Kopf stemmen bei Nora schreien. Und die Packstraßen, die haben für den Konzern einen nagelneuen Case aufgemacht, halt eben das Dropshipping. Aha. Also gleich noch ein Side-Business quasi noch. Genau, exakt. Und das ist für einen Automotive-Konzern, bedeutet Dropshipping ja vom Kern her, Kompetenzen dort zu bekommen, wo sie keine haben, denn was wird in solch stark Vertriebsebenen abhängigen oder Vertriebsstufen abhängigen Geschäftsmodellen passieren? Da wird sich die Supply Chain zerstören. Das heißt, wir laufen natürlich gerade in so einem Modell auf ein D2C beziehungsweise B2C Business hinaus und das können die alle nicht. Und das ist genau das, was wir halt lernen gerade. Und die Prozesse abzubilden. Also von daher, ja. Das, aber wie schon gesagt, ist was völlig anderes, was du mit deinen strategischen Prozessen meinst, Katharina, finde ich extremst spannend. Wir haben wieder Zielvereinbarung, das hatten wir ja schon, den Fokus auf das Ergebnis, nicht auf das Wie, auch das hatten wir. Wir haben 21 Uhr und drei Minuten haben überziehen. Und ich fand das heute extremst gut. Ja, kurzweilig. Zack, zack. Marc, fandst du dich gut heute? so am Ende seiner eigenen Rede. Ja, ich habe viel gelacht. Also, ob ich viel, naja, nee, doch. Ich fand mich gut. Das ist schön, okay. Oh, noch müde kommt doof. Ja, genau, so sind wir gerade. Wir machen halt mal durch. So, letzte Übernachtung. Ist leer jetzt. Okay, alles klar. Okay, habt also noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.